Alle in unserer Familie haben totale Angst. Ich habe auch Angst vor der Radioaktivität. Das ganze Leben macht mir Angst. Das ist mein Tagebuch. Ich wollte unbedingt schreiben. Und da hat Papa es mir gekauft. Wenn ich Sorgen habe, mag ich es, darüber zu schreiben und anderen davon zu berichten. Ich hatte nicht den Mut, darüber zu sprechen. Während sich die Kinder aus Fukushima an ihr neues Leben gewöhnen, werden 150 Kilometer nördlich, wo der Tsunami am heftigsten wütete, noch immer fast 4000 Menschen vermisst. An der Okawa-Grundschule am Kitagawa-Fluss, deren Kinder so lange auf dem Schulhof auf eine Entscheidung der Lehrer warteten, sterben an jenem Freitagnachmittag 10 Lehrer und 74 Kinder. Wir waren 17 Kinder in der Klasse. Nur 4 haben überlebt. Shiori ist eine von nur 3 Klassenkameraden, die den Tsunami überlebten. Ihre Mutter holte sie rechtzeitig von der Schule ab, 10 Minuten vor der todbringenden Welle. Das habe ich von meiner Freundin bekommen. Aber die Fotos sind am wichtigsten für mich. Sie sind für alle wichtig, deswegen passe ich gut auf sie auf. Wahrscheinlich sehen sie mir von oben zu. Ich glaube, sie lernen mit mir in der Schule. Ich glaube, sie sind alle bei mir. Es sind ja meine Freunde. Ich will nicht, dass sie mich verlassen. Ich möchte nicht, dass sie alle verschwinden. Zwei Monate nach dem Tsunami werden noch immer 6 Kinder und ein Lehrer vermisst. Da drüben ist Koharus Klassenzimmer. Die 12-jährige Koharu ging in die 6. Klasse. Mehrere hundert Soldaten kamen in die Schule und haben geholfen, aufzuräumen. Aber wenn es so ordentlich wird, bedeutet das, dass unsere Kinder nicht wiederkommen. Je ordentlicher es wird, umso trauriger werde ich. Mir ist gesagt worden, dass wenn ich Essen an bestimmte Plätze meiner Tochter stelle, ihre Leiche schneller gefunden wird. Das lege ich jetzt in ihren Schrank. Hoffentlich wirst du bald gefunden. Hoffentlich kommst du bald zu uns zurück.
Als die Behörden ihre Suchaktionen einstellen, machen sich Naomi und andere Eltern selbst auf die Suche nach ihren Kindern. Wir sind die Eltern von 6 Kindern, die immer noch nicht gefunden wurden. Deswegen graben wir mit unseren Händen und mit Baggern nach ihnen. Was anderes können wir nicht tun. Dieser Vater hat seine Arbeit gekündigt und sucht jetzt die ganze Zeit nach seinem Sohn. Während manche Eltern nach den Überresten ihrer Kinder suchen, durchleben andere immer wieder, was an jenem Tag geschah. Der Wecker klingelte immer um 17:45. Chisato stand um 17:45 auf. Ich bin jeden Morgen 5 Minuten früher aufgestanden und habe sie geweckt. Dann hat sie sich auf meinen Schoß gesetzt und mich wie ein Koala umarmt. Ich habe sie gestreichelt und sie ist noch mal ganz kurz eingeschlafen. 1 oder 2 Minuten nur. Aber an jenem Tag habe ich das nicht gemacht. Ich habe sie auch nicht bis zur Tür begleitet. Ich habe sie auch nicht wie sonst zum Abschied umarmt. Als das Erdbeben aufhörte, war mein erster Gedanke Chisato. Ich sah auf die Uhr. Es war 3:10. Aber sie war ja in der Schule. Die Kinder sind bestimmt im oberen Stockwerk, dachte ich. Vielleicht sind sie auch alle in der Turnhalle, auf der Empore. Auf jeden Fall sind sie bestimmt irgendwo weit oben. Als Chisato gefunden wurde, waren ihre Fingernägel alle nach oben gebogen. Sie hat wohl verzweifelt versucht, die Steinmauer hochzuklettern. Ich verstehe es immer noch nicht. Ich verstehe immer noch nicht, warum ein kleines Mädchen, das am Morgen Tschüss gesagt hat, mit Schlamm bedeckt, ganz schwarz nach Hause gekommen ist. Ich kann es immer noch nicht glauben. Es dauert 4 Wochen, bis sich die Verantwortlichen der Schule mit den Eltern treffen und ihnen erklären, was damals genau passiert ist. Als die Tsunami-Welle die Okawa-Grundschule überrollt, halten sich dort 11 Lehrer auf. Nur einer überlebt, Junji Endo. Als er gerade zu den Eltern sprechen will, wird das Gebäude von einem Erdbeben erschüttert. Vor allem wollten wir hören, was Junji Endo, der einzige Lehrer, der überlebt hat, uns erzählen würde. Das wollten wir wissen. で、山の方に
Letztlich lief alles auf die Erklärung hinaus, wie Herr Endo es geschafft hatte, zu überleben. Ich habe nur Wut gespürt. Ich wollte eine Erklärung dafür, wie das passieren konnte. Unsere Nerven lagen blank. Sie konnten auf unsere Fragen nicht antworten. Sie murmelten irgendwas, schwiegen oder gaben nichtssagende Erklärungen ab. Es endete damit, dass wir, die Hinterbliebenen, unsere Wut rausließen. Das ist es, was ich nicht verstehe. Außerhalb vom Schulhof gab es einen sicheren Platz, der ein paar Meter höher lag, direkt vor ihren Augen. Vielleicht ist es ja eine Eigenart der Japaner, sobald etwas stinkt, den Deckel drauf zu tun. Leute in öffentlichen Positionen. Wenn ihre Kinder nicht betroffen sind, wenn sie selbst nicht in radioaktiv verstrahlten Gebieten wohnen, kümmert es sie nicht. Am Atomkraftwerk Fukushima kam es bei Reparaturarbeiten erneut zu unerwarteten Vorfällen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Brennstäbe komplett freiliegen oder bereits geschmolzen sind. Die Temperatur im Druckbehälter ist allerdings stabil. Die Krise im Atomkraftwerk Fukushima hält an und die Kinder aus dem Sperrgebiet wissen nicht, ob und wenn ja, wann sie nach Hause zurückkehren dürfen. Wenn ich schlafen will, höre ich meine Eltern reden. Es ist eher mein Vater, der wütend wird. Wenn sie im Fernsehen über das Atomkraftwerk berichten, sagt er, alles Lüge. Wenn sie klar sagen würden, was Sache ist, könnten die Leute sich mit ihrem Schicksal abfinden. Aber wenn sie sagen würden, dass es keine Chance mehr gibt, würden die Leute bestimmt auch aufschreien. Sie wissen nicht weiter. Sie können nicht sagen, dass es keine Chance mehr gibt. Aber sie können auch nicht sagen, wann wir wieder zurück dürfen. Der 8-jährige Kosei lebt nun bei seiner Großmutter in Minamisoma am Rand des Sperrgebiets, in unmittelbarer Nähe der stark radioaktiv belasteten Hügel von Fukushima. In unserem Garten gibt es lauter Pflanzen, weil meine Oma Pflanzen mag. Aber weil die Strahlen an den Blättern sind, dürfen wir nicht ohne Maske raus. Papa hat von seiner Firma ein Gerät mitgebracht, mit dem man Strahlen messen kann. Er hat festgestellt, dass die Radioaktivität im oberen Stockwerk am höchsten ist. Deswegen dürfen wir nicht mehr rauf. Eigentlich geht nur Oma nach oben. Ich würde gern mit meiner Schwester da spielen. Am liebsten würde ich dort Sumo spielen.